instabiler Thorax und irgendwo scheint er zu bluten. Schockraum. Kümmern Sie sich um den anderen? Was habt ihr gegeben? 1000 Milliliter Hess und 1000 Ringer. Jetzt oder soll ich einen Rollstuhl holen? Geh schon. Eins, zwei und drei. Sättigung ist 87. Druck fällt. Rechts kein Atemgeräusch. Bühler-Drainage? Ja. Notfalllabor mit Kreuzbild und BDA schnell. Braucht ihr uns noch? Nein. Stopp mal einen Moment. Kein Wort zu schall. Da? Er kam mit mindestens 70 Sachen auf die Kreuzung geschossen. Obwohl ihr Blaulicht und Sirene anhattet. Er konnte uns gar nicht gehört haben. Noch nach dem Unfall wummerten 90 Watt Technosound aus dem Auto. Ein Wunder, dass nicht mehr passiert. Dr. Scholl. Oh, Entschuldigung. Fahren Sie nicht auf dem Wagen von Dr. Burisch? Hattet ihr einen Unfall? Was ist mit Erich? Wo ist Erich? Dr. Scholl! Was hat er? Instabiler Thorax mit Pneul. Er hat massiv in den Brustkorb eingeblutet. Wie viel? Jetzt ist ungefähr ein halber Liter rausgekommen. Und sonst? Prellung und Schürfwunden, aber es deutet nichts auf eine abdominelle Blutung hin. Kopfwirbelsäule. OB. Ja, worauf warten wir noch? Ab in den OP. Wollen Sie sich das jetzt wirklich geben? Was? Meinen Sie nicht, dass Sie emotional zu involviert sind? Das ist meine Sache. Aber eigentlich mein Fall. Ich operiere. Sie sind nicht steril. Das ist mir scheißegal. Lass Sie mit Druck einlaufen. Zum letzten Mal. Meinen Sie wirklich, dass ausgerechnet Sie an Ihrem Freund rumschnippeln sollten? Na Gott, nochmal, sieh dir nicht, dass der Druck im Keller ist? Lassen Sie Adrenol einlaufen. Hören Sie, ich mache die Anästhesie. Dann sorgen Sie dafür, dass der Kreislauf stabilisiert wird. Wie wäre es, wenn Sie anästhesieren? So, jetzt reicht's. Es ist Dr. von der Wert. Dringend. Ja. Nochmal klemmen. Verstehe. Deine Schere. Ich komme, okay. Danke. Schaffen Sie den Rest allein? Was ist denn? Schaffen Sie es? Klar. Okay. Nadelhalter. Entweder er oder ich. Seit wann verstecken Sie sich hinter Vorgesetzten? Herr Gott, nochmal, Sie sind doch viel zu aufgewühlt, um operieren zu können. Quatsch. Dann komm du, los. Wir haben schon viel zu viel Zeit verloren. Eberhard, du kennst die Regeln. Was soll das heißen? Ich mach das mit von der Wert. Ach, ist das schon der letzte Kaffee? Ja, aber Sie können ihn gerne haben. Nein, nein, ich mach nein. Nein, nehmen Sie, ich trinke sowieso nur aus Nervosität. Nein, kein Problem. Tut mir übrigens leid wegen vorhin. Schon gut. Wenn ich Ihnen da irgendwie zu nahe gekommen bin. Nein, Sie haben mir recht. Wenn man jemanden gern hat, dann soll man das ruhig sagen. Plötzlich, es ist zu spät. So. Zerklatsch. Zange. 110 zu 70. Die ganze Zeit habe ich auf eine verdammte Extra-Einladung von ihm gewartet. Also wahnsinnig eifersüchtig. Nochmal Zerklatsch. Und nochmal Zange. Und? Wie steht's? Druck stabilisiert sich. Ich bräuchte sie. Das kann ein anderer übernehmen. Ein Mann wäre mir da ehrlich gesagt lieber. Gott sei Dank.
bist du ja endlich. Ich bin ein Idiot.